Ja, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in diesem Video geht es nur um den Boss. Ich habe echt wegen Infamous Iron Man meine Krise erhalten, meinen Rage-Modus. Und ja, das lag zum einen daran, dass die Steuerung gehabert hat. Und wieder habe ich mich an Kabam gewendet und gefragt, was der ganze Quatsch soll. Und Kabam hat mir einen besseren belehrt, das gesagt hat, naja, der ist ja Dr. Doom. Ich so, wie, Dr. Doom? Das ist doch nur Infamous. Er hat wirklich mir geschrieben, mein Forum-Artikel, wo sich dazu Leute beschwert haben, dann sagen die, ja, der ist doch Dr. Doom mit den gleichen Fähigkeiten. Ja, wieso steht da kein Torkeln? Ja, das brauchst du doch gar nicht. Wenn er dich im Blitz hat, kann er dich torkeln. Ich so, oh, scheiße. Also habe ich dann dementsprechend dann gemerkt, ich muss aufpassen, denn wenn er mich im Blitzmodus hat, kann er ja mich auch torkeln. Genau wie Dr. Doom. Oh, und das war richtig schwierig hier. Ich habe mit Venom versucht, irgendwas zu bewegen, mehr als 20% Schaden zu ihm zuzufügen. Denn den Ghost Rider hat er mir schon gekillt. Im Endeffekt war ich hier wirklich dran auszuflippen, weil ich kam nicht dran, er hat sich in diesem Modus versteckt, in diesem Schutzschildmodus und hat die SK1 nicht so rausgelassen, wie ich wollte. Ich bin auch ausgewichen, natürlich, soweit es ging. Aber das Ausweichen fiel sehr schwer, weil, ja, der hat zusätzlich eine Fähigkeit einfach. Also seine Fähigkeiten sind dermaßen krass gewesen. Also wenn ich ihn damals erhalten hätte als 6-Sterne-Champion, wäre geil gewesen, aber naja. Ja, hier habe ich dann gemerkt, ups, funktioniert nicht, was du vorhast. Und irgendwann habe ich nachgegeben. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, dann wäre ich gesagt. Man musste sein Schutzschild abbauen und dann hat er mich hier gefickt. Ja, und dann war ich halt erledigt und nicht so, Mist, ich denke sauer. Aber ich habe ja noch Champions gehabt. So, mein Ghost Rider habe ich verloren, mein Venom habe ich verloren. Aber dann habe ich mir gedacht, komm. Mit Nick Fury, der hat noch zwei Leben, da machst du es. Die machst du fertig. So, von wegen. Jetzt werdet ihr gleich den Kampf sehen, wie das gelaufen ist. Beschissen gelaufen. Da war ich auch sauer, dass die Steuerung auf das gehapert hat. Aber eher war ich so sauer auf mich selbst. Weil trotz der Steuerung hätte man mit ein bisschen Feingefühl es geschafft. Aber ich habe halt einfach gemerkt, er ist halt wirklich sehr aggressiv gewesen. Und was ich nicht leiden kann, ist, wenn Champions aggressiv sind. Da muss ich mich komplett umstellen. Ja, dann sind die natürlich halt nicht nur aggressiv, dann sind die sehr fies. Dirty Tricks. Und da muss man ganz anders kämpfen. Und das bin ich echt nicht gewohnt, weil ich kämpfe so sehr selten. Dann dieses Nicht-Ausweichen, also auch diese Ausweichmöglichkeiten war sehr schwer. Man muss ein gewisses Timing haben bei dem Bossgegner. Iron Man Infamous. Und die KI war so fies gemacht, dass sie jedes Mal wirklich Schutzschild hatte und nicht so, ach, leck mich da am Arsch, du Wichser. Ja, und ich habe dann wieder hier vergessen, dass ich aber Torkelmodus mich auch bewegen kann, also da kann ich auch torkeln. Und das habe ich jedes Mal vergessen, weil das war zum ersten Mal ein Champion, der ist halt nicht Dr. Doom. Man konzentriert sich nicht auf Dr. Doom, sondern halt einfach auf den Techniker. Und vom Fighten her war er brutaler als Dr. Doom. Meiner Meinung nach natürlich. Und seine unabwehrbaren Angriffe waren die Hölle. Und ich habe es halt versucht, ne, irgendwie ausweichen nach vorne. Aber am Anfang habe ich Probleme gehabt und es einfach nicht durchschaut. Und hier war ein großer Fehler. Hier war ich ein bisschen zu eifrig und dann habe ich total vergessen. Ups, der kann ich immer noch torkeln und in die Ecke treiben und dann war das vorbei. Ne. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, ihr hohen Söhne. Da habe ich mich echt aufgeregt gehabt. Dann war der Endkampf, Dr. Doom, er war schon soweit. Der Iron Man Infamous war schon soweit so bearbeitet. So, okay, ist bearbeitet, 27%, das packen wir schon. Und es war trotzdem eine Hölle, weil er die ganze Zeit nicht
pariert werden wollte. Und ich habe gemerkt, ups, der ist ja auch immun gegen Parieren bei diesem scheiß Knotenpunkt. Da geht ja gar nichts. Da muss man intercepten, da muss man komplett sich anders verhalten. Und es hat mich auch wirklich genervt. Das hat mich so genervt. Ich habe hier wirklich Schnauze voll gehabt. Denn das war der letzte Knoten, der letzte Kampf für die 100%. Und dann so ein Arsch. Immer bei den letzten 100% werden die Gegner schwerer. Und das hat auch bei mir bestätigt. Und ja, die Heilung, die Regeneration, die war auch noch da. Das war zum Kotzen. Dann bringt es ja auch nichts, wenn man auch Heil, also Warlock mitnimmt. Warlock war ein Champion, habe ich am Anfang versucht, aber der ist gescheitert, weil da ist er noch gemeiner. Iron Man Infamous. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, nimm's halt Dr. Doom. Also es gab dieses Video, aber da habe ich, ja, ich bin gedacht, das Video das ist so gescheitert mit dem Warlock, dass ich da einfach gesagt habe, nee, ich mache den dann am Ende mit Dr. Doom. Ja. Also jetzt nicht in diesem Video, ein anderes Video war es. Ja, dann habe ich halt gemerkt, okay, jetzt musst du ein bisschen clever angehen und trotzdem erwischt. Da habe ich irgendwann rausgefunden, wie das funktioniert. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich schnell eine SK1 wieder raushauen, weil der macht, was er will. Da muss ich ihm wieder mal mit Nesca 2 in der Wehrbahn begegnen. Und da habe ich gemerkt, ups, der ist ja immun. Genau, der wird nach einer gewissen Zeit auch immun gegen eine Erscheinung. Der wird also gegen fast jeden Scheiße sehr immun. Also in diesem Knotenpunkt. Und ich muss sagen, am Ende habe ich es zwar geschafft, dann hier gleich die 1% mit SK2. Aber ganz ehrlich, das war ein harter Brocken und naja, das war's aber schon. Wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren und kommentieren. Und das war die Kehrtwende, zumindest der Boss davon.